Mit einer Infoaktion versuchte ein Team der Grünen in Schwechat, ihre Argumente zur EU-Wahl an die Passanten zu verteilen, die wegen des schlechten Wetters nur sehr spärlich in Schwechat unterwegs waren. Die Grünen machen heute eine Verteilaktion. Es geht ja um die Europawahl in erster Linie. Am 25. Mai sind EU-Wahlen. Wofür stehen denn die Grünen für Europa? Also die Grünen stehen für eine saubere Energie in Europa und für Transparenz, transparente Vergaberegeln und transparente Handelsabkommen. Wenn ein Handelsabkommen mit den USA geschlossen wird, dann müssen die Verhandlungen öffentlich sein und dann muss das, was verhandelt wird, muss klar auf dem Tisch liegen. Bis jetzt ist es so, dass beim TTIP-Abkommen die Fakten eben nicht klar auf dem Tisch liegen, sondern geheim gehalten werden. Und wir haben da eine Zeitung veröffentlicht, die also in dieser Woche in alle Haushalte geht, wo also dieses TTIP-Abkommen eben beschrieben wird. Die Grünen haben ja auch im Rathaus einiges vor zum TTIP-Abkommen. Das TTIP-Abkommen ist eben bis jetzt geheim. Bundeskanzler Faymann und Vizekanzler Spindelegger und das Außenministerium führen diese Verhandlungen geheim. Auch der Wirtschaftsminister ist also in seiner Anfragebeantwortung im Parlament sehr, sehr intransparent und hält also alle Dokumente zurück. In Deutschland ist es nicht so zum Beispiel, also die deutsche Regierung ist ein bisschen offener. Und wir wollen eben, dass die Kommission nicht geheim verhandelt, sondern auch dem Europäischen Parlament alles offenlegt. Und deswegen machen wir im Gemeinderat einen Dringlichkeitsantrag, oder so ein Appell an die Regierung, an Wirtschaftsminister Mitterlehner, Bundeskanzler Faymann gerichtet wird, dass eben diese Fakten zu TTIP offengelegt werden und dass die österreichische Verhandlungslinie offengelegt wird. Es besteht ja die Gefahr, dass da zum Beispiel Gentechnik durch die Hintertür hereinkommt. Es besteht die Gefahr, dass Energiekonzerne Staaten klagen können. Also da besteht also die Gefahr, dass dieses Abkommen letztlich Unsummen an Geld kostet, die eben Steuerzahler zahlen müssen und die zugunsten der Gewinne von Einzelnen gehen. Die österreichische Wirtschaft wird nicht viel davon haben. Man muss ja fast befürchten, dass die Amerikaner uns Europäer überfahren wollen. In Amerika ist es so, dass in Amerika alles erlaubt ist, was nicht verboten ist. Und in Europa ist es so, dass Lebensmittel erst zugelassen werden müssen, bevor sie erlaubt sind. Also diese Beweislastumkehr ist der Unterschied zwischen Amerika und Europa. Und da besteht eben die Gefahr, wenn so ein Freihandelsabkommen kommen würde und sehr intransparent verhandelt wird, dass das eben durch die Hintertür hereinkommt. Und das wollen die Grünen nicht. Und daher brauchen wir mehr Transparenz in diesen Verhandlungen. Das heißt deshalb auch der Dringlichkeitsantrag im Gemeinderat, dass auch österreichweit die Gemeinden mehr Druck ausüben auf die Bundesregierung, um Transparenz nicht nur zu verlangen, sondern auch durchzusetzen. Ja genau, die Bürgermeister sind ja meistens rot oder schwarz und da geht es eben darum, dass diese Bürgermeister, die ja näher an der Basis sind oder sein sollten, ihren eigenen Parteifreunden in der Regierung eben sagen, liebe Leute, die Verhandlungen müssen so sein, dass auch die Bevölkerung das nachvollziehen kann. Sonst besteht eben die Gefahr, dass von oben herab was verordnet wird, was nachher eben nur sehr schwer einzuhalten ist und uns auf den Kopf fällt.